Boah, ist das aufregend, ey. Ich habe voll keine Ahnung, was da drin ist. Ich bin ein Geschenkeaufreißer. Es ist weiß. Hallo, ich bin Annika von Lieben, Leben, Reisen. Und dieses Jahr mache ich bei einer richtig, richtig coolen Blog-Aktion mit. Und zwar hat mich Geschenkidee.de oder auch Geschenkidee.at hat mich gefragt, ob ich beim Bloggerwichteln mitmachen möchte. Und das ist eine richtig, richtig coole Sache. Und zwar gibt es hier dieses riesengroße Paket. Und das wurde jetzt schon Ende November, Anfang Dezember unter so Bloggern rumgeschickt. Und ich bin jetzt, glaube ich, an Position 3. Und nach mir kommen noch zwei weitere Blogger. Und Geschenkidee.de hat hier ganz viele Geschenke reingetan. Und jeder Blogger darf sich ein Geschenk aussuchen und die anderen wieder zum nächsten Blogger schenken. Also ich habe jetzt dieses Riesenpaket bekommen und habe noch keine Ahnung, was mich erwartet. Deshalb seid ihr jetzt live dabei bei meinem allerersten Unboxing. Also ich mache das auf und ich sehe erstmal drei Pakete. Ich nehme mal sofort das Größte. Das sieht so aus. Und es klingt ein bisschen kugelig. Ich stelle das mal her. Die Aktion heißt übrigens Schöner Schenken. Habe ich noch nicht erwähnt. So, und jetzt gibt es noch zwei kleinere Geschenke. Einmal mit so einem Weihnachtsmannpapier, ho ho ho, Merry Christmas, und einmal Tannenbaumpapier. Das hier ist ein bisschen leichter als das. Ich habe keine Ahnung. Ich entscheide mich jetzt für dieses kleine Päckchen. Das große ist mir zu groß und zu kugelig. Oh hier, und jetzt brauche ich, glaube ich, eine Schere. Ah nee, ich kann einfach hier die Schleife aufmachen. Doppelknoten, wie fies. Okay, ich hole mir doch eine Schere. Cut. Ich habe eine Schere. So, ich schneide das jetzt mal auf. Boah, ist das aufregend, ey. Ich habe voll keine Ahnung, was da drin ist. Ich bin ein Geschenkeaufreißer. Das ist weiß. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ich schiebe das mal hier so raus. Nina Ricci. Ich hoffe, man muss das jetzt nicht sagen. Mir sagt es erstmal nichts. Boah, voll edel. Boah. Oh, das ist ja cool. Also das ist ein Block zum Schreiben. Und die Aktion Schöner Schenken ist sogar gebrandet. Voll schön. Also ein sehr schöner Block mit hier so Einschubdingern. Dass ich hier irgendwie, keine Ahnung, meine Notizen dann wahrscheinlich abreißen kann und hier verstauen kann. Hier in der Mitte ist noch so ein Stiftehalter-Ding. Und das Ganze sieht voll edel aus. Also das ist jetzt quasi so ein kleiner Brainstorm-Hilfe, würde ich fast sagen. Das ist eigentlich ganz gut, weil ich habe im Moment ganz, ganz viele Ideen und bin auch relativ viel unterwegs. Und wenn mir jetzt irgendwie was einfällt, dann würde ich das hier draufkritzeln ganz schnell. Und dann gehen meine ganzen Ideen aus dem Kopf nicht verloren. Also sehr cool und sehr schön, sehr schick. Ich lege mir sowas auch immer gerne neben das Bett, weil mir sowas auch oft nachts kommt, irgendwelche Ideen, und dann kann ich nicht einschlafen. Wenn ich es aufgeschrieben habe, dann ist alles wieder gut. Also eine sehr, sehr coole Idee, ein sehr, sehr schönes Geschenk und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Vielen Dank Geschenkidee.de und der Aktion Schöner Schenken. Und jetzt diese zwei Pakete, die packe ich wieder ein. Und dann geht es an die nächsten Blogger. Und die nächsten Blogger, ich habe ein bisschen recherchiert, das ist einmal die Sonja, die kriegt das als nächstes von mir, vom Goldfasan-Blog. Und danach kriegt das noch die Susanne von Sannes Test-Blog. Und für die zwei habe ich mir nämlich auch was einfallen lassen. Ich habe nämlich letztes Jahr schon Weihnachtskarten selbst designt und die kriegen jetzt von mir einen kleinen persönlichen Gruß, den packe ich mit in das Päckchen. Und dann bin ich mal gespannt, was die beiden dazu sagen. Also, coole Aktion, ich freue mich sehr und ja, Aktion Schöner Schenken. Voll cool!